Olli, hier oben ist jetzt so ein kleines grünes Lichtchen, dann müsste das doch laufen, oder? Olli! Schon unterwegs! Ja. So. Ja. So. Hola amigos, da sind wir wieder. Diesmal ist auch Christian wieder mit am Start. Jetzt wird noch ein bisschen Waldmief in seinen Klamotten hängen, aber ansonsten ist er knackig wie immer. Sei ruhig, du alter Stadtpflanze. Nee, du, ich hab alles Recht der Welt, motzig auf dich zu sein. Schließlich bist du einfach abgehauen und hast mich hier ohne ein Wort sitzen lassen. Ich hab dir schon mal gesagt, ich habe einfach ein bisschen Abstand gebraucht. Klar, aber du hättest zumindest meine SMS schicken können. Was weiß ich denn, ob ich in der Pampa da überhaupt Empfang habe, oder Leute? Es kommt immer auf den Versuch an. Okay, können wir jetzt aber bitte das Thema wechseln? Die können da schon ein Echo hören. Kindskopf, ey. Sorry Jungs, aber diese Woche ging's ja mal wieder richtig rund, die volle Show. Und der Hauptdarsteller... Das war natürlich mal wieder Christian. Ungewollt. Tatsächlich bin ich mir gar nicht so sicher, wenn ich da an die Sache mit Miriam denke. Ey, das wirst du ihr nicht erzählen. Oh doch, irgendwas Gutes muss die ganze Aktion ja gehabt haben. Und wenn es nur dazu dient, meine Kumpels hier zum Lachen zu bringen. Okay, aber ohne mich. Das mach dir mal nicht ins Hemd. Ich weiß doch, dass das eine einmalige Aktion war und dass dir das alles total peinlich ist, aber... Es macht mir einfach hölle viel Spaß, dich damit aufzuziehen. Okay, ich war ein Vollidiot. Aber können wir jetzt bitte das Thema wechseln? Klar. Danke. Aber ich muss doch erstmal erklären, worum es geht, meinst du nicht? Mein Süßer hier hat nämlich die Woche so richtig auf den Putz gehauen und ordentlich daran gearbeitet, dass sich meine Wodka-Vorräte dem Ende zuneigen. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Meine Kellnerin geknutscht. An dem Kuss war der Wodka schuld. Er hat aber nichts zu bedeuten. Ich weiß. Aber vielleicht solltest du dir das nächste Mal, wenn du gefrustet bist, nicht die Kante geben, sondern lieber darüber nachdenken, was du in Zukunft machen kannst. Da liegt nämlich der Hase begraben. Ja, als ob es so einfach wäre. Du weißt genau, wie beschränkt meine Möglichkeiten sind. Nee, ich weiß nur, dass du die Berufsbroschüren in die Ecke gepfeffert und geschmollt hast. Stimmt doch gar nicht. Doch. Du willst ja nämlich gar keine neue Perspektive suchen. Nein, ich will studieren. Ich will keine Ausbildung zum Sportfachverkäufer machen oder zum Pferdewirt. Das weiß ich doch. Und es ist ja auch noch gar nicht gesagt, dass du nie wieder studieren kannst. Aber jetzt musst du erstmal irgendwas tun, sonst knutschst du mir noch die ganze Belegschaft von No Limits ab. Keinen Funken Humor, der Junge, was? Der Einzige, den du ab jetzt abknutscht, bin ich, okay? Ja, wenn der Chef das sagt, dann muss ich das wohl machen, oder? Ja, dafür gibt's dann beim Küssen auch No Limits. Apropos No Limits, wir müssen jetzt hier ein bisschen klar Schiff machen. Also Leute, tschüss. Hätte ich nicht schöner sagen können. In diesem Sinne, Jungs, adios. Was ist das hier oben eigentlich?